Ja, hallöchen zusammen. Heute möchte ich mit euch diese zuckersüßen Herbstwichtel basteln. Diese sind wirklich super einfach zu machen, also bleibt einfach dran und viel Spaß bei dem Video. Das erste, was ihr benötigt, ist einmal eine leere Klorolle. Hier schneidet ihr jetzt einmal bis da, wo ich zeige, ein paar Schnitte rein. Schön alle nacheinander, nicht zu breit und auch nicht zu dünn. Dann sieht es nämlich im Endeffekt so aus. Dann nehmen wir uns jetzt einmal ein Panzerband, ist eigentlich egal welches ihr benutzt. Dieses wird später eh nicht mehr sichtbar sein. Dieses schneide ich mir jetzt einmal in der Mitte durch, weil das doch ein bisschen sehr breit ist. Primelt es einmal oben zusammen, damit ihr eine Spitze habt. Und klebt es einmal damit zu, damit es sich auch nicht mehr löst. Und so sieht das jetzt im Endeffekt aus. Ist auch nicht so schlimm, wenn das ein bisschen, ja, verknauselt aussieht. Genau, dann nehmt ihr euch jetzt an mit euer Jutband zur Hand. Wie ihr seht, ich habe mir inzwischen eine kleine Heißklebepistole bei Amazon bestellt. Ich werde euch gerne mal den Link unten in der Infobox verlinken, die ist mich wirklich super. Passt bitte auf, dass ihr euch nicht die Finger verbrennt. Das ist ja eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Deswegen nehme ich mir einmal hier die Schere zur Hand und drücke es vorsichtig damit fest. Seht ihr? Ich verbrenne mir nämlich tatsächlich da auch sehr auf die Finger. Auch wenn meine neue Heißklebepistole tatsächlich nicht so krass heiß wird. Ganz oben klebe ich das Jutband einmal komplett drumherum, damit das einfach nicht mehr verrutschen kann. Nun wickelt ihr das einmal vorsichtig immer drumherum. Immer gut danach darauf achten, dass ihr nicht so große Lücken dabei bekommt.
Na, also wie ihr seht, mit der linken Hand ziehe ich die Schnüre sozusagen immer mal ein bisschen wieder in die richtige Richtung, damit mir halt keine Rillen entstehen. Diese Gnome oder Wichtel, die sind übrigens auch super geeignet, um mit Kindern zum Beispiel zu basteln. Nur würde ich tatsächlich den anfangen mit einem, wo ihr das gerade eben gesehen habt, mit dem Heißkleber, würde ich als Erwachsene vorher machen und die Kinder können die Jutschnur dann einfach drumherum wickeln. Und danach natürlich auch schön dekorieren. Immer danach schauen, dass ihr die Schnur wirklich immer schön wieder nach oben drückt. So habt ihr eine sehr schöne und gleichmäßige Reihenfolge der Schnur. Am unteren Ende wird es jetzt einfach noch mit Heißkleber befestigt, damit die Schnur nicht, ja, sich aufrollen kann. Am unteren Ende drücke ich das jetzt gerade nochmals ein bisschen fest, damit keine Unebenheiten entstehen und es auch anständig stehen bleibt.
so sieht es dann auch im Endeffekt aus. Dann nehmen wir uns einmal weiße Wolle. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen, das ist natürlich gar kein Problem. Nur mir passt jetzt gerade weiß tatsächlich am besten. Und wickelt es einmal um drei Finger herum. Natürlich mehrmals. Ich glaube, ich habe das so in etwa Pi mal Daumen 25 bis 30 Mal gemacht, bis es mir wirklich so gefallen hat. Wie es mir gefallen hat. Bis ich dachte, dass es gut aussehen würde. Diese wickelt ihr denn jetzt einmal hier so rum, wie ich euch das gerade zeige. Macht auch einen guten Knoten. Vielleicht sogar einen Dreifachknoten. Ist, glaube ich, sogar noch besser. Damit sich das auf jeden Fall nicht mehr lösen kann und auch nichts verrutscht. Die Reste könnt ihr dann auch einmal abschneiden, die brauchen wir nicht mehr. Diese teilt ihr euch jetzt nun einmal in die Mitte und schneidet diese alle ein, sodass es eine Art Pong-Pong wird. Was ihr jetzt gerade leider nicht seht. Jetzt habt ihr ja auch schon fast den Bart von dem Gnom, aber ich kehre mir diesen noch mit einem Kamm, damit es auch ein bisschen flauschiger aussieht und mehr wie ein Bart. Natürlich kann man es auch so lassen, also das ist ja jedem selbst überlassen, aber ich fand das einfach im gekämmten Zustand, schöner. Auch mal von der anderen Seite, damit, die, wo man jetzt gerade nicht dran kam, auch anständig. So, damit sie natürlich auch anständig gekämmt sind. Wie ihr seht, da kommt einiges bei, wird einiges lose. Aber das ist nicht so schlimm. Den Rest primmelt ihr einfach nur ein bisschen ab. Es kann
kann natürlich auch sein, dass ihr, dass manche ein bisschen, ja, dass sie mit herausgezogen werden. Aber das sieht man im Endeffekt später eh nicht mehr. Nun ist der Bart auch bereit, ja, aufgeklebt zu werden. Dazu mache ich mir einen Tropfen Heißkleber drauf und klebe ihn fest. Frisur verpasst, so dass der Bart wirklich ja nicht so krass weit heraussteht oder an den Seiten sichtbar ist. Ruhig ein bisschen schräg einschneiden, damit das ja noch ein bisschen realistischer aussieht und nicht einfach alles platt herunterhängt. Und so sieht das jetzt im Endeffekt aus. Wobei ich finde, dass der Bart noch zu breit ist. Deswegen kürze ich den noch ein bisschen. Heute wollen wir ja keinen Weihnachtsmann basteln, obwohl das auch eine super schöne Idee ist, die ich mir definitiv auch im Winter machen werde. Heute wollen wir ja einen Gnom machen. So gefällt es mir doch auch sehr, sehr gut. Deswegen fangen wir jetzt einmal mit einem Hut Geschenkband an ja, die Mütze zu formen. Dazu schneidet ihr euch ein kleineres Stück ab. Legt es einmal um den Gnom herum, damit ihr eine ungefähre Maße habt. Das untere Ende, also das längere Stück, das schneide ich mir jetzt einmal hier ab, damit es ja unten ein bisschen faseriger wird. Ich finde, das gibt ja noch mal so einen richtigen amerikanischen Bauer-Style, was ich ja wirklich zuckersüß finde. Dieses ist ehrlich gesagt ja, eine kleine Primelsarbeit, den Hut zu machen, weil ihr da wirklich gewaltig auf eure Finger aufpassen müsst.
deswegen habe ich mich dazu entschlossen, erst einmal mit den Armen anzufangen. Dazu lege ich das einfach mal kurz um den Gnomen herum, um ungefähr eine Maße davon zu haben. Dieses habe ich jetzt dreimal sozusagen in Lagen geschnitten. Ich schneide mir jetzt immer ein kleines Stück von der Jute-Schnur ab und wickel dieses einmal um beide Enden sozusagen herum, damit das nicht mehr aufgehen kann. Dieses hat jedoch auch den Effekt, das sieht dann aus wie so, ja, hochgekrempelte Ärmel, was meiner Meinung nach total niedlich aussieht. Dieses fixiere ich dann auch nochmal mit einem Tropfen Heißkleber, damit das wirklich auch anständig drum bleibt. Leider seht ihr das jetzt manchmal nicht, weil ich das anscheinend sehr nah an meinen Augen halte. Aber ihr werdet gleich im Endeffekt sehen, wie ich es meine. Genau so meine ich das. An der anderen Seite machen wir das jetzt natürlich auch. Klebe es wieder mit Heißkleber fest. Leider ist hier jetzt gerade wirklich nur mein Schatten. Genau, so wickele ich das einmal drumherum. Da habe ich mich wieder an meinen Finger verbrannt. Dieses lege ich jetzt oberhalb der anderen Schnur, lege ich das an und klebe es fest, damit die Arme sozusagen später unter der Mütze verschwinden können. Wenn es halbwegs angetrocknet ist, könnt ihr nun die Arme so positionieren, wie es euch am besten gefällt. Ich klebe hier die Arme tatsächlich auch nochmal mit ein bisschen Heißkleber fest, damit diese auch an Ort und Stelle bleiben. Also wie ihr seht, die
Arme bleiben jetzt da, wo ich sie haben wollte. Und jetzt fangen wir mit dem Hut an, was nicht zu meinen Favoriten wird, ehrlich gesagt, weil ich mir dabei wirklich sehr arg die Finger verbrannt habe, weil man ja auch nicht wirklich eine große Fläche hat, wo man festhalten kann, dass man sich nicht verbrennt. Allein schon aus dem Grund, weil Jutband ja so viele kleine Löcher hat und Also seid bitte ganz, ganz vorsichtig, damit ihr euch nicht auch noch Brandblasen zuzieht. Den Rest schneide ich jetzt auch einmal ab und schneide es mir in Form. Nun fangen wir jetzt mal mit der Nase an. Diese klebe ich einmal mittig zwischen Hut und Bart einmal auf. Dieses mache ich natürlich auch wieder mit Heißkleber, da das einfach am besten hält. Doch süß aus, oder? Doch mal fest andrücken. Hier klebe ich die Mütze noch mal ein bisschen fest, da sie mir oben doch zu weit offen gewesen ist. Nun können wir auch anfangen mit der leichten Dekoration. Und zwar habe ich mir überlegt, um die Mütze herum ein rot-weißes geschlingenes Band zu wickeln. Dazu nehme ich mir das einmal doppelt. Klebe es einmal mit Heißkleber so drumherum. Also wie ihr seht,
damit das nicht verrutschen kann, klebe ich es nach meinen Wünschen unten an dem Hut fest. Das Überschüssige natürlich einmal abschneiden, aber nicht zu kurz, weil man muss ja erstmal schauen, dass man da noch einen Knoten reinbekommt. Und das wird, ist nämlich auch schon bei mir sehr eine pimmelige Arbeit gewesen. Hier jetzt überhaupt noch einen Knoten reinzubekommen. Letztendlich habe ich es natürlich geschafft und auch den Rest eingeschnitten. Zur kleineren Dekoration habe ich mir jetzt hier einmal so ein sein Bastelbesen genommen. Den gibt es auch im Bastelladen, kann man die kaufen. Und habe diese sozusagen einmal um die Fingeröse sozusagen durchgesteckt und fixiere dieses jedoch nochmal mit Heißkleber. Da mein erster Wichtel ja eher eine gelbe Blume, eine Mütze bekommen hat, habe ich mich dazu entschieden, ihm eine orange-rote Blüte an der Mütze zu befestigen. Thank you.
Und das ist mein kleiner Bestill im fertigen Zustand. Ich finde diese einfach nur wirklich zuckersüß, weil man sich da wirklich auch mal komplett ausdrucken kann und sie so einfach gestalten kann, wie man es gerade haben möchte oder wie man die Dekoration gerade zurzeit zu Hause hat. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!